wir sind wieder da. Und begeben uns jetzt zu dem Metzger, Mr. Levy. Noch in die Middlesex Street. Na, wo ist er denn? Da. Weil anscheinend gehen wir davon aus, dass er der Mörder ist. Ich bin in der Middlesex Street und muss Haus Nummer 36 finden. Sie sieht aus wie die Nutte, die am Anfang getötet wurde. Ich wüsste nicht, was ich fragen soll. Einfach mal anklopfen, da. Guten Tag, Sir. Sie wünschen? Guten Tag, Ma'am. Ich würde gerne mit Mr. Levy sprechen. Ist er zu Hause? Ich bin Mrs. Levy, seine Frau. Oh la la. Er ist noch nicht zurück. Wissen Sie, wann er nach Hause kommt? Nein, er arbeitet im Metzgerladen und hilft außerdem im Schlachthof aus. Oft kommt er nicht vor dem frühen Morgen nach Hause und geht dann gleich wieder. Gut, hören Sie. Sobald Ihr Mann Joseph zurückkommt, sagen Sie ihm bitte, dass... Mein Mann heißt nicht Joseph. Sie sind nicht die Frau von Joseph Chaim Levy? Nein, natürlich nicht. Ich bin die Frau von Jacob Levy. Joseph Chaim Levy hat hier mit seinen Eltern gewohnt. Aber dann ist er weggezogen. Oh. Mama, Mama, wer ist dieser Mann, mit dem du da redest? Das ist euer neuer Papa. Aber dieses arme Kind hat Syphilis. Man sieht es deutlich in seinem Gesicht. Lasst uns alleine, Kinder. Geht wieder rein zu euren Geschwistern. Ja, Mutter. Ja, der eine Levy ist gut wie der andere. Wie gesagt, Mr. Chaim Levy wohnt nicht mehr hier. Er arbeitet in einer Metzgerei nahe Aldgate, aber ich weiß nicht genau wo. Wenn Sie ihn dort finden, wird er sicher auch in der Gegend wohnen. Metzger wohnen immer in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Können Sie ihm vielleicht in meinem Namen eine Nachricht übergeben? Tja, also, ich sehe ihn nicht allzu oft und obwohl wir ihn kennen, haben wir nicht gerade ein freundschaftliches Verhältnis, verstehen Sie? Belästigt er dich, Mami? Ja. Nein, Simon, überhaupt nicht. Sie haben einen hübschen Sohn. Es ist außergewöhnlich, dass er blonde Haare hat. Er kommt ganz nach seinem Vater. Kräftig und blondes Haar. Warten Sie, er erinnert mich an jemanden. An einen Mann um die 50. Sehr groß, mindestens 6 Fuß und Linkshänder. Richtig? Da liegen Sie leider wieder falsch. Mein Mann ist 32 Jahre alt. Aha. Nicht größer als 5 Fuß 3 Zoll und Rechtshänder. Offensichtlich leben in dieser Gegend viele Leute mit dem Nachnamen Levy. Ich werde jetzt gehen. Ach, und verzeihen Sie bitte die Störung. Vielleicht habe ich eines Tages das Vergnügen, Sie wiederzusehen. Oh yeah. Leben Sie wohl, Ma'am. Auf Wiedersehen, Sir. Wir können Sie mal zu einer Party einladen in unserer Hose. Papa! Das ist der Beweis. Ich muss sofort zurück in die Baker Street. Zurück in die Baker Street. Ich bin sehr gespannt. Watson, Sie sehen nicht gut aus. Und wessen Schuld ist das, Holmes? Wenn Sie mir nicht Ihr Meisterwerk in Ton gezeigt hätten. Manch eine Vorgehensweise hat größere Auswirkungen, als man es auf den ersten Blick erwartet hätte. Hören Sie, Watson, in wenigen Minuten verlasse ich die Baker Street, um Jack the Ripper zu konfrontieren und seinem schändlichen Treiben ein Ende zu bereiten. Vorher möchte ich jedoch einen Blick auf all unsere Untersuchungsergebnisse werfen, um sicherzugehen, dass die Sachlage eindeutig ist. Jack the Ripper? Sie kennen die Identität von Jack the Ripper? Jack ohne the Ripper? Den geringsten Zweifel, Watson. Gleich zurückgeblieben an der gute ich Watson. Versichere Ihnen, dass wir jedes Detail kennen, um herauszufinden, wer Jack the Ripper ist. Wollen Sie diese Arbeit mit mir gemeinsam erledigen? Jack the Ripper? Klar. Nun, uns fehlen immer noch gewisse Informationen, um diese Untersuchung abschließen zu können, Watson. So. Ist Rechtshänder die Verletzung an C. Aldous Heights lassen darauf schließen, dass der Mörder Rechtshänder ist. Jetzt kommt hier wahrscheinlich, der Mörder ist Rechtshänder. Aha. Wangen wurden aufgeschnitten und dadurch verunstaltet. MJ Kelly wurde verstümmelt. Syphilis führt zu Verunstaltungen im Gesicht. Jack the Ripper wollte seinen letzten Opfer so aussehen lassen, als hätte sie Syphilis. Ja.
Jack the Ripper will, dass ihn die Öffentlichkeit mit einer tödlichen Krankheit in Verbindung bringt. Jack the Ripper leidet scheinbar an Syphilis. Jack the Ripper hatte direkt oder indirekt mit Syphilis zu tun. Ja. Zack. Okay, was haben wir hier? A. Chapmans Gebärmutter wurde entnommen und nicht am Tatort zurückgelassen. Wurde eine Niere und und die Gebärmutter entnommen. Wurde auf die gleiche Weise wie die Organe der anderen Opfer entnommen. Jedes Opfer hat eine angeborene Missbildung. Ich würde nicht sagen, dass Nutte seine Missbildung ist. Jack the Ripper hat den Opfern Organe entnommen, wenn er die Möglichkeit dazu hatte. Ja, Jack the Ripper hat die Organe einiger Opfer verloren, als er sie untersucht hat. Das nehmen wir das hier. Das hört sich irgendwie richtiger an. So. Eddows Leber und Lunge wiesen keine Einschnitte auf. Wurden viele Organe entnommen. Mary Kellys Lunge waren Einschnitte zu erkennen. Das sagt uns, der Mörder hat mit der Entnahme der Organe gezögert. Der Mörder wollte den Gesundheitszustand seiner Opfer überprüfen. Der Mörder hat seine Arbeit später vorgesetzt. Er wollte das wie ein koscherer Metzger die Gesundheit überprüfen. So. Der Mörder verfügt über anatomisches Wissen, korrekt? Verfügt über anatomisches Wissen, ja, korrekt. Hat ihren Unterleib wie bei einem Tier aufgeschnitten. Yep. Verfügt über anatomisches Wissen. Ja. Und hat ein Fleischermesser benutzt. Der Whitechapel-Mörder ist Wissenschaftler. Ich würde sogar sagen Raketenwissenschaftler. Oh, joi. Der Whitechapel-Mörder besitzt viele verschiedene Messer. Der Whitechapel-Mörder ist oder war Metzger. M. Kellys Hals wurde wie bei den anderen Opfern aufgeschnitten. Jack the Ripper ist ein kräftiger Mann. Es handelt sich um den gleichen Mann, der auch... Ja. Jack the Ripper hat einen Komplizen? Nope. Jack the Ripper kann nicht alle 5 Morde begangen haben. Jack the Ripper hat ohne Zweifel... Perfekt, Watson. Perfekt, Watson. Finden wir heraus, wer Jack the Ripper ist, Watson. Oh, geil. Guck mich nicht so an. Wir machen das jetzt. Als Familie, du und ich, Watson. Komm, komm an meine Seite. Wir haben also 5 Verdächtige. Weisen wir jedem Verdächtigen die Fakten zu, die auf ihn zutreffen. Okay. So, hatte direkt oder indirekt, weiß man nicht. Nee, hatte nicht. Er hat einfach nur so einen Frauenhass. Nee. Er ist reich. Er ist arm. Er ist ein reicher Künstler. Er ist arm. Und wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? So. Ist oder war Metzger? Wie war denn das bei dem, Abraham? War der auch Metzger, bevor er jetzt Schuster wurde? Ja. Jack the Ripper hat mit der jüdischen Gemeinde eine Rechnung offen. Das trifft auf keinen zu. Was passiert, wenn ich das... Das ist dann zum Beispiel falsch. Auch falsch. Nein. Hä? Abraham Solomonowitsch hat mit der jüdischen Gemeinde eine Rechnung offen? Das glaube ich aber nicht. Jack the Ripper ist ein kräftiger Mann. Nein. Ich wollte schon sagen. Hä, das ist doch ein kräftiger Mann. Was müssen wir denn hier? Bestimmen Sie mit Hilfe dieser Tafel, wer Jack the Ripper ist. Am oberen Bildschirmrand werden die 5 Hauptverdächtigen anhand von Porträtbildern dargestellt. Links befinden sich Kärtchen mit Fakten, die auf Jack the Ripper zutreffen. Sie müssen diejenigen Fakten, die zu den jeweiligen Verdächtigen passen könnten, unter den entsprechenden Porträtbildern platzieren. Jede Verdächtigen können bis zu 10 Kärtchen zugewiesen werden. Klicken Sie auf ein Kärtchen und anschließend auf den Verdächtigen, dem das Kärtchen zugewiesen werden soll. Achten Sie darauf, dass Sie den verdächtigen Personen nur erwiesene Fakten zuordnen. Sobald ein Kärtchen zugewiesen wurde, ändert sich seine Farbe.
Haben Sie einem Verdächtigen die richtige Farbe zugeordnet, wird die Farbe des entsprechenden Kärtchens grün, andernfalls rot. Sie können den Täter nur ermitteln, wenn dem Verdächtigen ausschließlich zutreffende Fakten zugewiesen wurden, was Sie an der grünen Farbe der Kärtchen erkennen können. Dazu müssen Sie unter Umständen rote Kärtchen entfernen oder ersetzen, sobald Sie alle Verdächtigen die richtigen Fakten zugewiesen haben und sich nur grüne Kärtchen auf der Tafel befinden, ziehen Sie das Porträtbild von Jack the Ripper auf die Ankleidepuppe am linken Bildschirmrand. Ich habe hier irgendwo eine Ankleidepuppe? Nee, jetzt gerade noch nicht. Okay. Der Mörder hat blondes Haar und ein Oberlippenbart. So. Kann man das bei ihm sagen? Nein. Gut. Der Mörder ist 5 Fuß 3 Zoll groß. Wie groß waren die anderen? Hardyman ist größer. Gut, gut, gut. Na, so. Jack the Ripper wohnt in der Gegend um die Aldgate Station. Der junge Mann? Nein. Hardyman auch nicht. Der Mörder trägt Arbeiterkleidung. Eine Überraschung! Na bitte, Watson. Jacob Levy, Jack the Ripper. Unglaublich, Holmes. Und nicht weniger entsetzlich. Einige Gesichtspunkte dieses Falles sind jedoch noch unklar, zumindest mir. Natürlich. Zum Beispiel, Watson? Warum tötet der Mann nur Prostituierte? Er hat es auf Prostituierte abgesehen, weil er sie für sein erbärmliches Leben verantwortlich macht. Er muss sie früher regelmäßig aufgesucht und sich bei diesen nächtlichen Besuchen mit Syphilis infiziert haben. Irgendwann hat er seine Ehefrau angesteckt. Und schließlich ist der Erreger über sie an mindestens eines ihrer Kinder übertragen worden. Er ist ein verbitterter Mensch, der sich für einen selbstverschuldeten Fehler rächen will, der nicht wieder gut zu machen ist. Warum tötet er nur solch kümmerliche Prostituierte? Er hatte nicht die finanziellen Mittel, um besser gestellte Prostituierte als Polly Nichols, Annie Chapman und die anderen Opfer aufzusuchen. Einmal sah er sich sogar gezwungen zu stehlen, um über die Runden zu kommen. Für diese Unbesonnenheit musste er einen hohen Preis bezahlen. Er kam ins Gefängnis und wurde von seiner Gemeinde verstoßen. Er musste also drittklassige Prostituierte aufsuchen und hat sich dabei mit Syphilis angesteckt. Und sie sind es, die dafür bezahlen müssen. Aber warum hat er die Organe entnommen? Um sich an seiner Gemeinde zu rächen, die ihn verstoßen hat und deren Mitglieder erfolgreicher sind als er. Wegen seiner Zeit im Gefängnis war er stark benachteiligt. Er hatte von nun an den Ruf eines Diebes und Verrückten. Und so nahm er auf die hinterhältigste und schrecklichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, Rache. Er rieb sein Fleischermesser an der Gebärmutter einer kranken Prostituierten ab, bevor er es in der Metzgerei benutzte. Und die Niere von Catherine Eddowes verkaufte er als Kalbsniere. Warum hat er die Gesichter der letzten beiden Opfer verstümmelt? Erneut war Rache das Motiv, Watson. Was ihr meinem Kind angetan habt, müsst ihr nun ebenfalls erleiden. Und warum das Stück der Schürze und die Kreidenachricht in der Goldston Street? Es gibt nur einen Grund dafür, dass er das Stück der Schürze dort abgelegt hat und sich damit nicht nur als Verfasser der Kreidenachricht zu erkennen gegeben hat, sondern auch unnötig Aufsehen erregt hat. Er macht die Leute, die in diesem Gebäude wohnen, für seine Verhaftung verantwortlich. Die Metzgerei, die er bestohlen hat, befindet sich ebenfalls in der Goldston Street. Und die meisten Metzger, die ihn beschuldigt haben, leben mit Sicherheit in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Aber warum ist seiner Frau oder seinem Umfeld nie etwas aufgefallen? Seine Frau hat viele Kinder, die mit Sicherheit all ihre Aufmerksamkeit erfordern. Der Mann arbeitet als Metzger, was ihm bei Befragungen durch die Polizisten auf der Straße zugutekommt. Er kann damit die blutverschmierte Kleidung rechtfertigen. Zudem arbeiten Metzger häufig in der Nacht, weil das Fleisch am nächsten Morgen frisch verkauft werden muss.
Er hat mit seiner nächtlichen Abwesenheit keinen Verdacht erregt. Und da er in einer Metzgerei oder einem Schlachthof arbeitet, war es für ihn einfach, seinen Plan mit der Niere umzusetzen und ein Messer mit menschlichem Blut zu benutzen. Diese Geschichte ist schockierend, Holmes. In der Tat, Watson. Lügen, Untreue, eine Geschlechtskrankheit, Mord, Verstümmelung und schließlich Kannibalismus. Dieser Fall lässt keine der Abscheulichkeiten aus, zu denen die niederträchtigsten Menschen fähig sind. Wir müssen sofort nach Whitechapel und dafür sorgen, dass dieser Wahnsinnige dorthin kommt, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann, Holmes. Ja, Watson. Ah, super. Ich kann wieder steuern. Wie es weitergeht mit dem netten Herr Levy, seht ihr in der nächsten und letzten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, Daumen nach oben, schreibt was Nettes in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.